Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial, wie du die Software Sonobus, also eine Software, mit der du peer-to-peer übers Internet mit anderen Musikern musizieren kannst, in einem Linux installierst. In diesem Fall ist es ein Kubuntu 2004 Linux. Und wie das geht, wie du alles vorbereitest und danach die Software einrichtest, das erzähle ich dir jetzt. Legen wir los. So, da dieses Tutorial komplett ohne Musik läuft, blende ich ein bisschen Hintergrundmusik ein. Dann hat man immer so ein bisschen was zum Kopfwippen dabei. Wer zum Nicken oder zum Verneinen. So, das ist die Webseite Sonobus und man sieht hier schon einen Screenshot von der Software. Und diese Software macht nichts anderes, als dass man sich mit anderen Leuten verbinden kann und dann zusammen jammen kann. Dazu ist natürlich wichtig, dass man eine schnelle Netzwerkverbindung hat, also einen schnellen Internetanschluss. Aber mit schnell meine ich jetzt nicht den Up- und Download, also was die meisten Leute so mit 50, 100 Mbit, 500 Mbit, 1 Gigabit, Download und so weiter meinen, sondern ich meine die Latenz. Also das heißt, wie lange ein Netzwerkpaket, wenn ich das losschicke, zu meinem Mitmusizierenden braucht und den Weg auch wieder zurück. Dieser Wert wird meist in Millisekunden angegeben und ein guter Wert wäre zum Beispiel irgendwas um 5 oder 10 Millisekunden. Wenn der Wert auch über 50 Millisekunden geht, dann wird es ein bisschen abenteuerlich und man sollte vielleicht auf so einen Rhythmus verzichten, wenn mehrere Leute zusammenspielen und vielleicht eher dann so Ambient-Musik machen, wo es nicht ganz so auf den Rhythmus ankommt. Man kann es probieren, aber vielleicht definiert man dann die Session eher als hochexperimentell und dann können auch lustige Sachen bei rumkommen. Alles andere ist schon wirklich abenteuerlich dann. Aber vielleicht könnt ihr das ja auch. Gibt ja auch Menschen, die das können. So, also je niedriger dieser Millisekundenwert ist, desto besser. Das nur als technische Vorbedingung für den eigenen Internetanschluss oder für die Jam-Session, falls man da auf Probleme stößt und man weiß nicht genau, warum jetzt alle quer durcheinander spielen oder hintereinander und braucht eine Erklärung dazu. So, das ist jetzt die Software. Und diese Software gibt es für alle gängigen Betriebssysteme, Linux, Windows, macOS, iOS, Android. Und für manche Betriebssysteme gibt es diese Software schon als fertiges Binärpaket zum Runterladen und Installieren. Nämlich für den Mac, für Windows gibt es das schon fertig, für iOS gibt es das auch schon fertig. Für Linux und Android muss man die selber bauen. Und ich zeige euch jetzt, wie man das unter Linux baut. Und dazu gehen wir auf die Seite von den Entwicklern, wo auch der Quellcode liegt, den man runterladen kann. Und hier ist nochmal so ein bisschen Beschreibung, nochmal mit einem Screenshot. Und dann geht es hier um das Installieren und das Installieren unter Linux. So. Und bevor wir das machen, will ich noch sagen, ich weiche von dieser Anleitung etwas ab, beziehungsweise mache ein bisschen mehr. Weil in dieser Anleitung fehlt zum Beispiel die Installation von dem Programm Git, mit dem ich mir den Quellcode runterlade. Und es fehlt auch die Anweisung, dass man den Compiler installieren muss. Ich gehe mal davon aus, die Entwickler sind davon ausgegangen, dass das alles schon installiert ist. Aber wer das erste Mal so ein Programm kompiliert, also erstellt, hat diese Software normalerweise nicht auf seinem normalen Desktop- oder Notebook-Computer. Deshalb gehen wir jetzt einfach mal hier in die Konsole, öffne eine Konsole und damit ich in meinem Home-Verzeichnis bin, gebe ich einfach mal Stern CD leer Tilde ein. Und die Tilde ist, wenn man mit der Alt-GR-Taste, die Taste rechts neben der Leertaste, die runterdrückt und dann die Plus- oder Stern-Taste neben dem Enter-Zeichen, links neben dem Enter-Zeichen drückt, dann kriegt man diese Tilde. Und die sagt nichts anderes als Wechsel in dein Home-Verzeichnis. Und das ist mein Home-Verzeichnis. Wenn ich mir das jetzt anzeigen lasse mit PWD, Print Working Directory, dann sehe ich, ich bin in meinem Home-Verzeichnis. Das als kleiner Ausflug. So. Und
Was ich normalerweise mache, um Dinge so ein bisschen strukturiert abzulegen, ich habe ein Verzeichnis in meinem Home-Verzeichnis, das heißt Programme. Und in diesem Programm mache ich dann das, was ich jetzt gleich mache. So. Und das Verzeichnis, wenn ihr das auch so machen wollt und so ein Verzeichnis nicht habt, könnt ihr anlegen mit mkdir Programme. Und da kommt die Meldung, Programm existiert schon, wird nicht angelegt, weil es schon existiert. Aber wenn es bei euch nicht existiert, kriegt ihr einfach nur wieder die Eingabeaufforderung und dann könnt ihr in dieses Verzeichnis einwechseln. So, und dann sieht das so aus. Und da ich das für jedes Programm ein eigenes Unterverzeichnis habe, habe ich natürlich noch ein Unterprogramm angelegt, Sonobus. Und bekomme jetzt wieder die Meldung, kann nicht angelegt werden, existiert schon. Bei euch kommt diese Meldung nicht, das wird angelegt und dann geht ihr einfach mit CD Sonobus in dieses Verzeichnis rein. So, und jetzt weichen wir schon mal zum zweiten Mal von der Installationsanleitung ab. Also wir haben jetzt diese zwei Unterverzeichnisse erstellt und die fangen hier schon direkt an mit Programm kompilieren. Aber ihr braucht ja erst den Quellcode, um irgendwas installieren zu können. Beziehungsweise ihr braucht ja erst das Programm, um den Quellcode downloaden zu können. So, und dazu installiert man das Programm Git und dann braucht ihr auch noch den Compiler, um den Quellcode kompilieren zu können. Und dazu braucht ihr das Programm oder das Paket Build Essentials. Und die Entwickler führen hier weitere Pakete auf, hier librsound 2 oder libopus oder libxdev. Das sind alles Bibliotheken, die aus dem Quellcode aufgerufen werden, also Funktionen aus diesen Bibliotheken, die da aufgerufen werden. Und der Compiler braucht natürlich diese Bibliotheken, um das nachher in das fertige Programm mit einzubinden. Kleiner Exkurs. So, und ich habe das hier jetzt mal in einen Befehl reingepackt. Den kopiere ich hier jetzt einfach mal rein, wo das alles angegeben wird, dass es installiert werden soll. Also sudo, damit ich die Root-Rechte habe, Super-User-Rechte habe, apt-install und dann diese ganzen verschiedenen Pakete und ganz wichtig eben Git, damit kopieren wir den Quellcode auf unseren eigenen Rechner runter und Build Essential, da sind die ganzen wichtigen Programme für den Compiler und Linker und alle anderen Programme, die ich dazu brauche, um ein Programm zu übersetzen, mit dabei. Da drücke ich jetzt auf Enter. Jetzt muss ich noch das Passwort richtig eingeben. So. Das hat geklappt. Er sagt, ist schon alles installiert, weil ich das ja vorhin schon installiert habe. Bei euch wird er jetzt Pakete vielleicht runterladen und installieren und dann zum Schluss kommt dann wieder die Eingabeaufforderung. So, jetzt habe ich schon mal alles installiert, was ich brauche, um überhaupt loslegen zu können. Und natürlich brauche ich jetzt von der Seite hier ganz oben von ich mache das hier mal weg kurz, brauche ich hier den Code, den HTTPS-Code, kann hier draufklicken, dann wird es in den Zwischenspeicher kopiert. Er kopiert diese URL in den Zwischenspeicher. Dann schreibt er hier use git or checkout with svn using the web URL. Okay, ich habe jetzt diese URL hier kopiert und kann jetzt sagen git clone und dann diese URL. So, und jetzt sagt er, bei mir existiert schon, weil ich das schon runtergeladen habe. Und bei euch wird er jetzt anfangen, das alles runterzuladen. Und wenn das erledigt ist, dann können wir weitermachen mit der Installationsanleitung. So. Das heißt, wir haben jetzt Folgendes gemacht. Wir haben alles installiert, was wir zum Kompilieren von einem Programm brauchen. Das war mit diesem apt-install.
Dann haben wir das Git geklont, also den Quellcode runtergeladen, der jetzt hier in einem Unterverzeichnis Sonobus angelegt worden ist. Und was wir jetzt machen, was hier jetzt nämlich auch noch nicht drin steht, wir gehen in das Verzeichnis Sonobus rein und haben dann, ich mache hier mal die Konsole leer, noch zeige ich mir nochmal an, und haben hier jetzt diese Verzeichnisse, oder ich kann es auch als Langform anzeigen, haben jetzt diese Verzeichnisse hier. Und hier wird gesagt, als allererstes geh in das Verzeichnis Builds und in das Unterverzeichnis Linux Makefile. Also wir haben hier ein Verzeichnis Builds, da gehe ich jetzt, ich gehe das jetzt Schritt für Schritt rein, Builds. In diesem Unterverzeichnis Builds habe ich diese Verzeichnisse für Android, iOS, Linux, macOS und Windows. Und jetzt gehe ich in das Verzeichnis Linux Makefile rein. So, und wenn ich mir anzeigen lasse, was da drin ist, sehe ich dann verschiedene Skripte. Und hier wird nochmal gesagt, wenn man unter Ubuntu ist, kann man dieses Skript hier nochmal ausführen. Das würde ich auch empfehlen, trotz dass wir alles schon eigentlich installiert haben, weil ich auch nicht weiß, wann ihr diese Software installiert und ob sich da nochmal was ändert, dieses Skript einfach nochmal ausführen. Und zwar muss man das, weil hier Software unter Umständen installiert wird, nicht nur einfach so ausführen, wie es da steht, sondern wieder mit einem sudo. Also sudo ubuntu get, beziehungsweise machen wir einen bash vorne dran. So ist es ubuntu get, na, der will hier nicht, warum auch immer. Bash Ubuntu Get, machen wir es am besten so. Vielleicht habe ich mich da auch irgendwie verschrieben, ich weiß es nicht. So. Und das führe ich jetzt aus. Und jetzt macht er nichts anderes, als er aktualisiert nochmal die Paketquellen, holt alles, lädt alles runter und installiert dann alles und es sieht quasi ein bisschen so aus wie vorhin. Und falls irgendetwas aus dieser Liste gefehlt hat, die ich vorhin angegeben habe, installiert er das nochmal nach. Das würde ich halt einfach nur sagen, mach das, um einfach sicher zu gehen. So, machen wir hier die Konsole immer wieder leer. Die auch mal ein bisschen breiter machen, dann ist das nicht so gedrängt. Und packen wir einfach mal hier oben hin. So, und jetzt steht hier unten, wenn du das alles gemacht hast, also runtergeladen, die entsprechenden Pakete sind installiert, nochmal überprüft und du bist in diesem Unterverzeichnis, dann kannst du das Programm kompilieren. Und das geht mit dem ganz normalen User und dem Aufruf build.sh. So, und jetzt kann natürlich sein, genau, jetzt ist das so, dass ich das schon gemacht habe und das weiß er, weil er sich das notiert hat. Im Normalfall würde jetzt der Compiler loslaufen und ihr seht eine ganze Menge Meldungen über den Bildschirm laufen. Und es dürfte so je nach Rechner zwischen 10 und 20 Minuten dauern, bis er fertig ist. Oder wenn ihr einen schnellen Rechner habt, dann nur 5 Minuten oder 2 Minuten. Und dann seht ihr zum Schluss wieder die Kommandozeile und die Installation ist erledigt. Also das heißt, es läuft relativ, oder nicht nur relativ, das läuft einfach so durch und dann ist das Programm fertig. Und wenn das fertig ist, dann braucht ihr zur Installation nur noch das hier aufzurufen, also sudo wieder als root, weil das Programm ja im System installiert wird, wenn ihr das im System von überall her aufrufen wollt. Und dann wird das Programm installiert. Und wenn das installiert ist, wenn ihr das ausgeführt habt, dann könnt ihr einfach Sonobus schreiben. Und das Programm wird dann hier gestartet. Und ist dann soweit bereit. Und ihr könnt dann noch die in den Optionen alles mögliche einstellen. Audio Driver Check oder ALSA. Und die entsprechenden Ports hier anklicken. Optionen, wie ihr welche, mit welcher Qualität ihr jammen wollt, ob ihr das Ganze auch nochmal aufnehmen wollt, wie und was und welche Kanäle. Und da müsst ihr dann einfach noch ins Handbuch gucken, was da alles möglich ist.
So, ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen zeigen können, wie das geht und dass das kein Hexenwerk ist. Auf jeden Fall nicht unter Ubuntu oder Kubuntu. Und dass man ja relativ schnell damit am Start ist. Und ich hoffe, ihr habt auch eine niedrige Latenz zu euren Mitmusikern, sodass das Musizieren Spaß macht. Die Links und die Infos zum Blogartikel packe ich in die Beschreibung des Videos. Und ich würde mich einfach über einen Daumen hoch, ein Abo für den Kanal und eine Weiterempfehlung freuen. Und vielleicht auch Kommentare, wenn ihr ein paar Tipps, Ideen habt oder Tricks oder irgendwelche tollen Infos zu Sonobus oder ähnlichen Programmen für Linux, Windows, Mac und alles, was es so an Betriebssystemen gibt. Schreibt mir das in die Kommentare und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.